Menschen sind irrational. Am Institut für Banking und Finance der Universität Zürich weiß man das nur zu gut. In einem Testlabor simulieren Studierende, wie das menschliche Verhalten das Handeln mit Wertschriftenanlagen beeinflusst. Es ist ein Kampf gegen Selbstüberschätzung, übertriebene emotionale Reaktion oder falsche Erinnerung. Verantwortlich für die Psychotests im Unilabor ist Thorsten Hens. Die Ergebnisse der Versuche haben den Verhaltensökonom und Experten für Behavioral Finance zum Schluss kommen lassen, dass die bisherige Praxis im Anlagegeschäft auf einem falschen Fundament steht. Die alte Theorie von Harry Markowitz sagt, dass die Anleger vollkommen rational sind. Sie wägen Rendite gegen Risiken ab, wobei die Risiken nach Schwankungen gemessen werden. Die neue Welt sagt zum einen, die Anleger sind nicht rational. Es gibt viele Fehleinschätzungen, die Anleger machen, sind vielleicht zu optimistisch in manchen Phasen, dann wieder zu pessimistisch. Und man hat gesehen, dass die Leute vor allem auf Verluste achten, dass sie sehr unter Verlusten leiden. Das ist nicht etwa die singuläre Meinung eines umstrittenen Hochschulprofessors. Das Nobelpreiskomitee in Schweden hat 2017 den Preis für Wirtschaftswissenschaften an Richard Thaler, ein US-Verhaltensökonom, verliehen. In memory of Alfred Nobel, to Richard H. Thaler. Auch an der Universität St. Gallen haben psychologische Aspekte schon länger Eingang in Forschung und Lehre gefunden. Der Mathematiker Enrico De Giorgi hat auf Basis der Verhaltensökonomie sogar ein neues mathematisches Modell für Investoren entwickelt. In our model we have two different blocks. One we call diagnostics, and there what we do, we ask a number of questions to identify the level of emotionality of the client. So in that block we really look into emotionality and we try to come to a description of how emotional the investor is. And that's done in order to anticipate possible mistakes the investor will do in his decisions. The second block is about risk profiling, so that's about the risk tolerance, and despite we use a different way to describe risk tolerance than classical finance is doing, we still have what we believe is a rational model, because we don't want that irrationality enters into the strategic asset allocation which is suggested to the investor in the end. In der Bankenwelt ist das Paradigma des Homo Economicus immer noch vorherrschend. Hens und De Giorgi haben deshalb die Firma Behavioral Finance Solutions gegründet. Sie wollen mit ihrem Wissen das Anlagegeschäft auf eine neue Basis stellen. 8 Fragen braucht es dazu, die die Hypothekarbank Lenzburg in einem digitalen Tool umgesetzt hat. Die Beratung wird damit zwar umfangreicher, verglichen mit Risikoprofilierungsmodellen der alten Schule. Dafür erzielt man gemäß den Urhebern aber die besseren Resultate. The classical model in economics assumes that risk is about volatility. So people, investors, do not want volatility, or they want volatility if they get the premium for that. We take a different perspective, which comes from behavioral finance, and we understand risk as losses. So in our model, we implement loss aversion. We implement aversion against high losses, on the top of volatility, but the main drivers of risk tolerance is loss aversion and not volatility aversion. So we take the path of prospect theory and not the path of the mean variance analysis of Markowitz. Intuitiv, erkundend, realitätsbewusst oder strategisch. Das sind die 4 Anlegetypen der neuen Welt. Marianne Wildi, die Chefin der Hypothekarbank Lenzburg, ist der erkundende Anlegetyp. Sie ist überzeugt, dass die neue Art der Risikoprofilierung für den Kunden Vorteile bringt. Es gibt verschiedene Gründe, warum mir das neue Risikoprofil wichtig ist. Erstens ist es mal eigentlich wirklich interessant zum Ausfüllen. Es hat einen gewissen spielerischen Aspekt drin. Zum Zweiten finde ich wichtig, dass Kunden, die wir beraten dürfen, eben auch wissen, um was es eigentlich geht. Und das hilft das mit, weil es hat einen unter anderem Wissenschaft fundierten Basisansatz. Und es ist wichtig, dass der dauernd laufend weiterentwickelt wird. Das finde ich wichtig, weil auch die Leute verändern sich, die Umwelt verändert sich. Und nicht zuletzt ist es Finanzmarktdienstleistungsgesetz konform und darum ist es für uns als Bank sowieso wichtig. Die Hypothekarbank Lenzburg spürt ihren Anlagekunden künftig also auch psychologisch auf den Zahn. In der ersten Hälfte 2018 kommt der neue Risk Profiler in den Einsatz.